Teenager-Träume, Teenager-Sorgen und ein unerreichter Schwarm. Bei Rot nimmt uns Disney Pixar mit in die aufregende Welt von Miley, einem selbstbewussten Mädchen, das sich in einen roten Panda verwandelt, sobald ihre Gefühle verrückt spielen. Ein solches Tier war für uns ideal, um die Emotionen eines pubertierenden Teenagers darzustellen. Dessen Farbe spiegelt dabei alles wider, was man in diesem Alter fühlt. Also Zorn, Verlegenheit, Verlust und so weiter. Außerdem hat man bis jetzt noch kein Mädchen gesehen, das zu einem so flauschigen Wesen wird. Eine Fähigkeit, die in der Familiengeschichte verankert ist und wohl hauptsächlich wegen ihrer überfürsorglichen Mutter bereits in ihrem Alter zum Vorschein tritt. Als Mutter versuchst du immer das, was einem die eigenen Eltern mit auf den Weg gegeben haben, weiterzugeben. Aber man trifft eben auch oft falsche Entscheidungen, weil man die eigenen Kids zu besseren Menschen erziehen möchte. Gefühlschaos und peinliche Situationen sind also vorprogrammiert. Etwas, das auch Colleen Ullmann-Fernandes und Christina N. Zalamea, die im Film zwei von Malis Tanten sprechen, nur zu gut kennen. Ich hatte auch als Teenager, so wie jeder Teenager, wahrscheinlich das Gefühl, dass die Eltern so overprotective sind. Aber jetzt, wo ich halt auch erwachsen bin, verstehe ich das im Nachhinein natürlich alles. Dass es ja nur zu meinem Besten war. Also mir war das immer unangenehm, wenn ich einen neuen Lebensgefährten meinen Eltern vorstellen musste, weil ich einfach genau wusste, jetzt kommen alle peinlichen Kindheitsanekdoten rauf und runter. Und tatsächlich haben die dann hinterher auch zu mir gesagt, ja, es war tatsächlich genauso, wie du gesagt hast, nur noch schlimmer. So wie bei Devon, dem heimlichen Schwarm des Teenagers. Außerdem haben es ihr die stylischen Jungs einer Boyband angetan. Erfahrungen, mit denen sie ebenfalls nicht alleine ist. Boybands waren natürlich, ich bin ein Kind der 90er, das Thema überhaupt und all meine Freundinnen hatten ihre Wände vollgekleistert mit irgendwelchen Boybands und Take That war damals zum Beispiel ein großes Thema und ich weiß noch, jedes Pausenhofgespräch kreiste um Take That und man wurde permanent gefragt, welcher ist denn dein Liebling von Take That oder zum Beispiel auch NSYNC oder die Backstreet Boys. Ich war von jeder Boyband Fan und die waren alle toll und süß, oh. Und die Poster hangen bis an die Decke. Ihrer unerreichten Liebe leiht dabei TikTok-Star Tim Schecker seine Stimme und der hatte eine ähnliche Erfahrung in seiner Jugend gemacht. Das war tatsächlich ein Mädchen aus der Parallelklasse. Wir waren sehr gute Freunde und haben auch irgendwie viel miteinander gemacht. Aber damals war ich noch sehr schüchtern und habe das nie so richtig zum Ausdruck gebracht, dass ich sie gut fand. Von daher als Tipp an alle, die einen Schwarm haben und seit Jahren nicht wissen, wie sie sie ansprechen sollen, macht es einfach irgendwie, weil dann fragt ihr euch niemals, was wäre wenn. Nur wie bringt man seine Gefühle in solchen oder ähnlich auffühlenden Situationen eigentlich am besten unter Kontrolle? Da habe ich auch noch nicht so richtig den richtigen Weg gefunden, mich zu beruhigen. Aber ich glaube, wenn man so mit den anderen redet, das haben andere Schauspieler und Schauspielerinnen auch. Sich selber nichts verrückt zu machen, dann psychosomatisch Atemübungen, Meditation, das hilft immer. Die Sinne sich wieder ins Hier und Jetzt holen, das kann einen beruhigen. Etwas, das nicht notwendig wäre, wenn sie Fähigkeiten wie Miley hätten. Allerdings würden sich die Promis dann nicht in einen Panda verwandeln wollen. Wenn ich mir das aussuchen dürfte, dann wäre es ja irgendwas Cooles. Etwas, was fliegen kann. Ein Adler. Ja, dass man auch Situationen vielleicht entkommen kann, aber vor allen Dingen geht es mir ums Fliegen. Das wäre ziemlich cool. Ich glaube ein Delfin, weil ich den Ozean sehr liebe und Delfine so ein bisschen die Kings so fast schon sind. Ich würde mich super gerne in ein unsichtbares Wesen verwandeln und dann einfach überall mal so vorbeigehen. Das war schon immer mein Traum. Für Miley ist das bereits in Erfüllung gegangen, obwohl sie wegen ihrer Mutter zunächst Probleme hat, ihr neues Äußeres zu akzeptieren. Und deshalb sollten sich vor allem Eltern die Message dieses Films zu Herzen nehmen. Weil die Mutter ja auch für sich selber in ihrer Jugend falsche Entscheidungen getroffen hat. Und dadurch, diese Entscheidungen haben wiederum ihre Tochter beeinflusst. Und deswegen, dass man noch bewusster mit seinen Entscheidungen im Leben umgeht. Am Ende des Films sind beide nicht perfekt, aber respektieren sich gegenseitig. Und das ist es, glaube ich. Akzeptiere dich selbst. Sei so, wie du bist, auch wenn andere das vielleicht nicht ganz so dolle finden. Rot, jetzt bei Disney+.